Hallo. Hallo und willkommen zu Jack's World. Ich möchte euch heute wieder ein paar Autos vorstellen. Wir haben nämlich ein bisschen gebraucht geshoppt und da sind wir wieder auf ein paar Autos gestoßen. Und naja, ich will euch die jetzt mal so ein bisschen vorstellen. Das hier ist ein Chevrolet Bel Air 57. Das ist der Wagen genau nochmal, nur halt für die Rundrennen-Version. Das bedeutet, der Wagen, damit sind die Daytona gefahren. Also oval, deshalb Rundrennen. Diesen Wagen war von vorne an, der sieht ja so. Auf jeden Fall, wir fahren den jetzt mal. Und der Wagen sieht richtig schön aus. Und hier, der hat hier so einen, das ist ein Luftansauger, oder? Das hier ist so ein Racing-Luftansauger. Ein blauer ist das. Ein blauer Luftansauger. So, aber jetzt bin ich auch gespannt, wie der Wagen fährt. Din, 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 din. Okay. Speed. Auch schon, wenn die Reifen komplett am Ende sind. Das sind total abgenudelte Gucci-Reifen und mit denen kann man nichts mehr machen. Ich ziehe die Räder mal von vorne hinten drauf und von hinten vorne drauf, weil das kann gar nicht was verändern. An diesem Wagen, beim Fahrverhalten her. Der hat nämlich das gleiche halt im Reifenformat vorne und hinten. Jetzt ist er bereit. Jetzt möchte ich mal eine Runde mit dem fahren, ob es besser ist. '57 sahen die Autos noch so aus und 1960 sehen die dann bereits schon so aus. Das ist ein Plymouth View, den finde ich auch besser. Ich mag das mit dem schönen langgezogenen Heck. Das ist schön.